Wie würde jetzt ein Online-Livestreaming-Workshop bei mir aussehen? Ganz einfach. Du bist zugeschaltet, hier beispielsweise jetzt über YouTube. Du hast die Möglichkeit zu kommentieren. Dazu gibt es ein entsprechendes Kommentarfeld. Das kann ich dir jetzt hier nicht zeigen. Oder können wir das einblenden? Vielleicht können wir das hier irgendwo einblenden. Und dann würde ich dir Tipps geben. Und ich mache jetzt mal ein Beispiel, das ganz simpel ist. Und zwar habe ich hier mal zwei Objektive vorbereitet. Wenn man diese von der Seite anguckt, die sehen schon ziemlich ähnlich aus. Und meine Empfehlung ist, gerade an Leute, die viel Ausrüstung haben, also ich sage jetzt mal drei, vier Objektive, fängt schon an. Da guckt man dann in den Rucksack rein und weiß nicht, wenn du jetzt die Objektive von hinten siehst, weiß man nicht, welches Objektiv das ist. Und das Tolle ist, du weißt es sehr wohl, wenn du das Ganze beschriftest. Ich drehe das jetzt mal um für die Kamera oben. Ihr seht es jetzt hier, ich habe kleine Aufkleber drauf gemacht. Wenn ich das hier sehe, weiß ich, das ist ein Tilt-Shift-Objektiv mit 50 mm. Die Blende spielt hier keine Rolle, weil das ist eher auf dem Stativ in der Regel im Einsatz. Und ich zeige es euch mal noch von der Kamera. Hier kann man es wahrscheinlich auch sehen. Entsprechend wäre das jetzt beschriftet mit 85 mm 1.8 und hier eben das TSE 50. So, das so als kleiner Tipp. Beschriftet eure Objektivrückdeckel und auch eure Objektivkappen von vorne. Und wie ich das mache, ist ganz simpel mit einem Etikettiergerät. Ihr könntet auch einfach mit irgendeinem wasserfesten Stift draufschreiben. Übrigens, Versprecher wird es im Live-Workshop auch geben. Ihr seht es mir nach, ich bin kein Roboter, der Texte abliest, sondern ich rede so, wie ich eben rede. Und genau, also ihr könnt entweder mit einem wasserfesten Stift hier draufschreiben oder eben mit einem Etikettiergerät könnt ihr das schön beschriften und habt dann ein bisschen Ordnung. Kleiner Bonustipp, hier kann man es vielleicht sehen, ich habe auch immer meinen Namen draufgeschrieben. Und dann geht es jetzt nicht darum, dass ich selbst verliebt bin, sondern ich bin immer mal wieder mit anderen Fotografen in Workshops oder auch wenn ich von einer Firma beauftragt werde, kann es sein, dass da zwei, drei Foto- oder Filmteams sind. Ja, und dann hat jeder Ausrüstung dabei und es ist eben deutlich einfacher, sein Zeug wieder zusammenzusammeln, wenn alles beschriftet ist. Diesen Aufkleber findet ihr bei mir fast auf allen Teilen. Also auf einer Kamera solltet ihr ihn finden. Ah, tolles Beispiel, hier ist keiner drauf. Müssen wir nachher gleich bekleben. Ja, und zu guter Letzt, auch Kameras beschrifte ich den Deckel. Ich zeige es euch nochmal mit der Kamera. Auch hier ist entsprechend ein Aufkleber drauf, dass wenn ich diesen Deckel irgendwo finde, dann weiß ich, okay, der gehört zur 5D Mark IV. Das ist diese Kamera. Und wunderbar. Ja, Ordnung ist eingehalten. Ja, das soll mal ein erster Tipp sein. Ihr habt jetzt schon mal gesehen, wie das aussieht mit den verschiedenen Blickwinkeln. Konntet ihr es erkennen? Gebt mir dazu gerne mal ein Feedback. Auch ist der Ton gut? Ist das Licht gut? Könnt ihr mich sehen? Bin ich zu dunkel? Bin ich zu hell? Also her mit eurem Feedback. Das war jetzt eine Trockenübung, damit ihr schon mal sehen könnt, wie ein Live-Workshop aussehen kann. Gebt mir eure Meinung. Ich sage vielen Dank. Bleibt gesund, euer Andreas.